No Beilag, eine Initiative, die, glaube ich, irgendwie polarisiert. Es geht um Gebühren für Radio und Fernsehen. So wie ich das verstanden habe, muss dann jeder Haushalt 1 Franken pro Tag zahlen. Ab 19 eben für Radio und Fernsehen. No Beilag-Initianten sagen, das sei Zwangsgebühr. Das gehört sich abgeschafft und da scheidet sich Geister eben. Zwei Diskussionspartner pro No Beilag, der SVP-Kantonsrat, der Sascha Schmid. Ganz unter uns gesagt, hätten wir gesagt, er wäre eher für einen Gegenvorschlag gewesen, aber das steht nicht zur Diskussion, auf das kommen wir vielleicht noch. Und dann eben natürlich gegen die No-Beilage-Initiative, gerade am Bahnhof, Strasse, Nebel, dem Samstag entrunnen, der Stadtpräsident von Buchs, der Daniel Gut, der dort schon auf der Bahnhofstrasse unterwegs war. Daniel Gut, zuerst vielleicht einmal die Frage, was haben Sie auf der Bahnhofstrasse so gesagt? Haben alle gesagt, Sie hätten schon eingestimmt. Bist du umsonst nicht? Ja, eigentlich hätte man gar nicht mehr gehen. Aber das ist ja, habe ich schnell gesagt, ich weiss es nicht. Aber es ist wirklich, die man hat können überzeugen, sollen stehen bleiben. Die haben eigentlich in Globo wirklich gesagt, nein, da haben wir jetzt schon gestimmt. Wir müssen uns nicht mehr überzeugen. Wir wollen weiterhin zahlen für unsere SRG. Und gleich, du bist ja inzwischen Politiker mit sehr viel Erfahrung, also und gleich gibt es eine riesige Diskussion, gell? Also riesige Nachbeben nach der Arena. Also warum denn das alles, wenn es so klar ist, dass die Initiative abgelehnt wird? Ja, du hast mich jetzt gefragt, wie es gerade vorhin auf der Bahnhofstrasse war. Aha, ja. Also ich hoffe, das sei der allgemeine Trend, aber ich bin dann da gar nicht sicher. Also es hat ja, glaube ich, schon noch viele Leute, die ein Unwohlsein haben mit der SRG. Mit der Grösse der SRG, mit den einzelnen Sendegefässen, die zum Teil vorhanden sind. Und wo dann vielleicht die ganz gefährliche Meinung haben, jetzt müssen wir der SRG mal einen Schuss vor den Bug geben und stimmen darum ja, also für die Abschaffung von der Gebühr und damit meiner Meinung nach gerade für die Abschaffung von der SRG. Und das fände ich sehr, sehr gefährlich. Also ja, nicht taktisch stimmen. Sondern entweder sagt man, man kann nachher diskutieren über die Grösse und die Art der SRG. Das kann man aber nur, wenn man jetzt die Gebühren mal weiter vorläufig stehen lässt. Oder? Und wenn man jetzt sagt, no Beilag, ja, keine Gebühren mehr, ist ja so radikal, dann glaube ich, ist das fast unmöglich, dass ein SRG einfach irgendwo auf eine Art und Weise weiter besteht. Ergo muss man dann nachher nicht mehr über die SRG diskutieren. Darum, wenn man ja sagt, kann man nachher weiter darüber diskutieren. Wenn man nein sagt, Entschuldigung, wenn man nein zu der Initiative sagt, dann kann man nachher weiter darüber diskutieren. Das ist immer eine schwierige Geschichte. Gell? Also No Beilag heisst keine Gebühren mehr. Wer ja sagt zu der Initiative, schafft die Beilaggebühren ab. Das heisst, man könnte sich dann irgendwie bei einem Medium, Radio, Fernsehen, mit Pay-TV oder so irgendwie beteiligen. Wer die Initiative ablehnt, der lässt eben dann das so. Ich glaube, am 1.1.2019 dann sollte so in Kraft treten. Jetzt sagst du, du bist für die Initiative. Mhm. Warum das? Richtig. Und zwar, weil ich der Meinung bin, dass man eben selber entscheiden soll, was man mit diesen 450 Franken, wie sie heute noch sind im Jahr, möchte anfangen. Möchte man das überhaupt in den Medienkonsum investieren? Oder will man es vielleicht für ein Zeitungsabo ausgeben? Will man es vielleicht für eine Freizeitaktivität sonst ausgeben? Was auch immer. Da sollte der Bürger frei sein, zum entscheiden, weil man lebt ja auch in einem freien Land. Und das, was der Dani Gut vorhin gesagt hat, da bin ich eben nicht ganz einverstanden, dass man jetzt muss Nein stimmen, dass man nachher über Änderungen diskutieren kann. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt nicht Ja stimmt, dann bewegt sich gar nichts. Und das, was jetzt gesagt wird, dass da noch ein Ja zu der No-Beilag-Initiative Sendeschluss ist für das SRF, das glaube ich nicht, weil es ist ja nicht eine No-SRF-Initiative, sondern es ist eine No-Beilag-Initiative. Es ist mir bewusst, es ist ein extremer Vorschlag, es wären Gebühren gestrichen, wenn die Initiative dann so umgesetzt wird, wie auch der Wortlaut ist nach dem Verfassungstext. Aber es ist ganz klar, dass es auch neue Wege wird geben für das SRF. Also zum Beispiel stelle ich mir vor, dass das sehr eine attraktive Chance auch sein kann für das SRF, frei können zu berichten und selber seinen Programminhalt können zu bestimmen. Heute hat es da relativ klare Vorlagen. Wobei, es steht schon klar drin, also Programmeinfluss ist trotz Gebührenzahlung in keiner Art und Weise möglich. Also hast du im Gesetz so festgehalten, oder?
Ja, das kann man also natürlich... Also Medienfreiheit ist garantiert trotz Gebühren. Mhm, das kann man natürlich schon so sagen. Aber wenn man natürlich direkt von den Zahlungen abhängig ist, wo der Bundesrat die Höhe davon festlegt, also ein siebenköpfiges Gremium, wo auch das Land regiert nebenbei, dann finde ich das eigentlich in der heutigen Zeit relativ heikel. Gerade, wo man sieht, das ist noch nie so günstig gewesen, um selber Informationen zu produzieren, die auch zu verbreiten. Du betreibst selber einen kleinen Fernsehsender. Seht ihr, wie teuer das ist, ja? Ja, natürlich, ja. Aber du kommst ohne Gebührengelder raus und bringst trotzdem ein gutes Produkt an. Dürft aber den Talk jetzt zum Beispiel nicht machen, weil er bringt keine Einschaltquote, er bringt keine Werbung, da verdiene ich null und nichts. Also das heisst mit anderen Worten, du sagst jetzt, die SRG könnte das Geld auch machen, müsste aber dann natürlich dann mit der Werbeeinnahme machen. Das heisst, es geht um den Kampf um Einschaltquote. Und wenn man den Kampf um Einschaltquote, du, wenn du Wirtschaft studierst, dann dem folgt, dann heisst es ja mit anderen Worten, ein objektiver Journalismus ist gar nicht möglich, sondern du musst ja dann nach den Werbeträgern richten. Nein, nicht unbedingt. Und vor allem, wenn man jetzt schaut, wie die Marktposition ist, von der SRG nehmen wir auch faktisch ein Monopol, ein gebührenfinanziert. Und wir haben dann noch die kleinen Regionalsender, da gebe ich zu, die profitieren auch von diesen Gebührengeldern. Aber auch das ist eine Art von Marktverzerrung. Und darum auch kann zum Beispiel so ein Angebot, wie du jetzt machst, eigentlich gar nicht rentieren. Weil einfach der Markt schon von diesen mächtigen Player übersättigt ist. Und da tun sich neue Chancen auf, ganz klar für neue Anbieter, wenn man da ja zu diesen Nobila gesagt. Also für mich ist klar, was für neue Anbieter das es gibt. Erstens einmal 25% kann die SRG heute auf dem freien Markt generieren, oder? Und 75% kommt aus Gebühren. Und wer wäre denn eigentlich interessiert, weiterhin Geld zu verdienen auf dem Medienmarkt, oder? Da hätten wir wahrscheinlich in der kürzesten Zeit italienische Verhältnisse. Berlusconi lässt grüßen. Der hat eigentlich ein riesen Medienimperium, auch ausgehend von einzelnen Zukäufen von einzelnen Sendern sich können, unter den Nagel reissen. USA lässt grüßen. Dort sind es noch ganz wenig Medien, die eigentlich unabhängig von der sehr, sehr klar zu ordnbaren finanziellen Interessen berichtet. Und das möchte ich jetzt also auf keinen Fall verlieren in der Schweiz. Also da bin ich jetzt einfach ganz schlicht der Meinung, man kann nicht einfach sagen, 75% von den Geldern, also 1,2 Milliarden oder wie viel das ist insgesamt. Schweiz war schon mehr, gell? Dass man auf das kann verzichten innerhalb von notabene, was ist es, 2 Jahre höchstens, oder? Und in diesen 2 Jahren eigentlich eine geordnete Neuordnung vom Medienmarkt machen. Also da, das kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Und Fakt ist ja auch heute schon, wir sind eigentlich alle parat, um den Schweizer Markt zu beerben von der SRG, oder? Das sind die deutschen Privatsender in der Deutschschweiz. In Frankreich und in Tessin haben wir auch Privatsender, die parat liegen. Also, ich will jetzt nicht einfach, dass RTL Deutschschweiz künftig irgendwie sagt, was berichtet werden soll. Das wird von irgendwo her gesteuert mit irgendwelchen Interessen. Und jetzt meine ich, hegen wir immerhin so ein ziemlich demokratisch basiertes Unternehmen mit der SRG. Ist also ganz klar meine Meinung. Also das Problem, das du ansprichst, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel den Werbemarkt nehmen, oder, wo die SRG ja nicht einmal mehr der grösste Player ist, und das, obwohl die Marktverzerrung heute schon gibt mit den Gebühren, oder, da ist einfach ein Fakt, dass ein Haufen Leute heute sich gar nicht mehr für das Programm vom SRF interessieren und bereits schon auf die deutschen Kanäle, die du angesprochen hast, oder auch auf andere Schweizer Privatsender ausweichen. Das heisst, durch das, dass eben die SRG nicht direkt am Markt ist und auch wirklich das muss bedienen, was die Leute auch möchten sehen. Durch das haben sie wahrscheinlich auch eine gewisse Distanz zu den Leuten entwickelt in unserem Land, die eigentlich ihr Fernsehen konsumieren sollten, weil sie es ja auch finanzieren. Ja, wir haben ja vielleicht sogar noch gleichartige Interessen, oder? Also ich stelle mir vor, dass wir gewisse Sendungen wahrscheinlich beschauen im heutigen Fernsehen oder hören auf DRS im Radio. Ja, wir wären bereit, um dafür zu zahlen, oder? Das hoffe ich auch. Ja. Aber wir haben natürlich irgendwo ein Land mit ganz verschiedenen Interessen. Wir haben 4 Sprachregionen und dass dort jeder einfach alles gut findet und ich weiche auch auf Arte aus und schaue. Also das finde ich jetzt ganz klar. Aber für mich als für die demokratische Meinungsbildung
für unsere zum Glück immer noch häufigen schweizerischen Möglichkeiten zum Eingreifen in die Politik, in Fachgeschäfte, wie wir jetzt über die No-Bilag-Initiative abstimmen können. Da finde ich einfach, da braucht es irgendwo ein unabhängiges Medium, das über so etwas berichten kann. Und es braucht nicht von irgendwelchen privaten Konzernen oder sogar Einzelpersonen gesteuerte Fernsehen. Das ist jetzt also, darum meine ich, irgendwo ein Konsens, wo man sagt, wir haben noch eine nationale Institution, die das managen kann, wenn wirklich nationale Themen anstehen. Auch die Solidarität zwischen den Landesteilen. Wir zahlen ja irgendwie, weiss ich, wie viel der Romans, oder? Dass die auch irgendwo ein Schweizer Fernsehen haben. Und ich finde das gut, ich finde das richtig. Und das funktioniert auf einem privaten Markt überhaupt nicht. Aber dass das SRG die ein oder andere Sendung hat, die mir nicht gefällt und vielleicht zum Teil die gleichen, die dir nicht gefallen, also da sind wir uns heftig einig. Ja, gut, und dass wir beide einmal nicht nur SRG schauen, also da ist auch klar. Also. Aber das ist für mich nicht ein Grund, um die SRG mit dem fast abschaffen. Oder quasi, ich sage abschaffen. Ja. Also muss sicher, gibt es in der gleichen Form, wird es schon nicht mehr geben, oder? Ja, selbst das ist klar. Aber da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass sich etwas ändern muss. Also ich bin der Meinung, dass die SRG heute weit über ihren eigentlichen Auftrag rausgeht, der für mich vor allem Informationen beinhaltet, aber natürlich auch einen gewissen Grad Unterhaltung. Also wenn jetzt dort die Olympiade stattfindet, dann bin ich auch der Meinung, das muss auf irgendeinem Sender in der Schweiz ausgestrahlt werden. Ob es dann aber am Schluss die SRG muss sein, da ist dann die andere Frage. Und das ist etwas, wo wir unbedingt diskutieren müssen. Und da bin ich eben der Meinung, bei einem Nein, da werden wir nicht in der gleichen Intensität über das diskutieren, schlussendlich, wie bei einem Ja. Weil bei einem Ja muss sich etwas ändern und bei einem Nein, da kann eigentlich auch alles bleiben, wie es ist. Also ich sehe es richtig. Ihr seid auch beide für die SRG, beide für objektiven Journalismus. Aber der Weg dazu, hast du die Meinung, es muss etwas gehen bei der SRG? Also eigentlich nicht. Mhm. Ich bin stolz auf die SRG. Also ich mag mich wahnsinnig gut erinnern, ich bin ziemlich patriotisch. Ich mag mich erinnern, wie mich das getroffen hat, wo Swissair Grounding war. Mhm. Swissair ist für mich, wo ich auch war auf der Welt, wenn ich da mit Schweizer Kreuz auf den Heckflossen der Flüger auf dem Flughafen gesehen habe, das war ein gutes Gefühl irgendwie. Radio Beromünster. Ich bin noch mit Radio Beromünster aufgewachsen. Hey, also das ist dann natürlich etwas gewesen, wo international die Schweiz repräsentiert hat. Zweiter Weltkrieg, BBC, Radio Beromünster. Das sind die zwei objektiven, relativ objektiven Quellen gewesen, die man überhaupt gehabt hat. Ich bin total stolz jetzt irgendwie auf die Institution, die aus dem herausgewachsen ist. Ich schaue das als eine schweizerische Institution an. Mhm. Und ich selber wäre jetzt nie bereit, so etwas sogar noch freiwillig. Ich meine, Swissair war ja nicht ganz freiwillig. Man hätte sie ja retten können, aber offenbar hat man das nicht wollen, aus wirtschaftlichen Interessen. Aber dass man da jetzt quasi noch ohne Not, mit für mich schlecht nachvollziehbaren Argumenten, eine nationale Institution selber killt, da bin ich. Also kann ich persönlich kann es gar nicht nachvollziehen. Ja, also dass man bei gewissen Sendungen kann diskutieren kann, einverstanden, aber dort muss man sich einfach bewusst sein, die einen finden das gut, die anderen finden das gut. Ein Konsens, was gut ist und was nicht, zu finden, finde ich jetzt noch relativ schwierig. Ja, also da glaube ich nicht, dass man das findet. Wo wir uns jetzt sicher einig sind, was eigentlich nicht wenig mit dem Thema zu tun hat. Ich bin auch traurig, dass es Swissair nicht mehr gibt. Ich bin ein riesen Flugzeugfan und sehe gerne das Schweizer Kreuz. Auch im Ausland. Ich habe auch heute noch Freude, wenn ich Swiss sehe, aber es ist nicht mehr ganz das Gleiche wie Swissair, oder? Ja. Und gehört jetzt auch den Deutschen, oder? Aber das ist jetzt halt so. Nein, aber das zu vergleichen mit der SRG, der Vergleich hinkt einfach, oder? Weil die Swissair, die war nicht gebührenfinanziert vom Staat, sondern die hat privatwirtschaftlich operiert. Klar, trotzdem mal auf der Langstrecke hat es noch gewisse Regulierungen gegeben, das ist mir auch bewusst. Aber das ist dann wieder etwas anderes. Mm-hmm. Genau. Wenn wir zurückkommen zur SRG, dann muss man nicht einfach sagen, wenn 140'000 Leute so eine Initiative unterschreiben, dann gibt es
offenbar den Bedarf dazu, dass man muss über die SRG diskutieren oder allgemein über die Gebühren finanzierten Radio- und Fernsehstationen, ob man das noch will oder ob das überhaupt noch zukunftsgemäß ist. Weil wenn man es realistisch anschaut, heute mit neuen Technologien können wir auch ganz andere Modelle fahren. Doch eigentlich wirklich jemand on demand das schauen, was er möchte, auch bei Nachrichtensendungen. Und wenn man dann immer sagt, dass ein Infoprodukt heute nicht mehr gekauft wird, da kann ich nur widersprechen, weil Zeitungen, die werden nach wie vor gelesen, einfach in einem anderen Format. Aber das kostet gleich viel wie kostet auch über 365 Franken. Natürlich, ja. Das ja aber Information darf auch etwas kosten, finde ich. Oder? Aber es darf nicht zwangsverordnet sein. Und man soll diese Informationen auch können abonnieren, die man möchte. Zwangsverordnet. Etwas muss ich haben. Ja, wieso? Wir haben ja etwas. Es ist ja nicht so, dass wir nichts hätten, wenn die SRG weg ist. Aber wird angenommen. Was kaufst du denn? Was ich denn kaufe? Ja. Ich will wahrscheinlich die Tagesschau, wenn sie weiterhin produziert wird. Und von dem gehe ich aus, weil dort ein grosses Publikum, würde ich weiterhin abonnieren. Ja. Ja. Ich sage ja nicht, dass ich gegen die SRG bin. Aber jetzt konkret, weißt du, muss immer so lachen. Und wie konsumierst du denn? Weißt du, hast du einen Anschluss? Wir haben zum Beispiel, also ich bin einzig gesponsert durch Sebi Buchs und durch Riese. Wir haben einen Anschluss. Wie konsumierst du denn die Tagesschau und machst es möglich, dass du dann wirklich mit deinem Empfänger nur die Tagesschau schaust? Das ist ganz einfach, über einen Internetzugriff. Da macht man einen Account und dann loggt man sich dort ein und dann kann man dort die Sendungen, die man abonniert hat, schauen. Oder was ganz interessant ist, sogenannte Micropayments. Du schaltest einfach bei irgendeiner Sendung ein, wo du auch on demand schauen kannst und zahlst genauso lange, wie du schaust. Aber deine Mama, die jugendlich unterwegs ist, die schaut sich lieber im Fernsehen als im Computer, Internet. Weißt du, das meine ich auch. Und du bist jetzt auf also meine Mutter ist erstaunlich fortschrittlich. Echt, ja? Du bist Ernährung und sie und du bist ja Wirtschaftsinformatiker. Du weißt doch genau, du kannst dann Cracker machen. Du kannst dann x andere Sendungen schauen. Du hattest es für möglich, dass du Tagesschau Pay-TV-mäßig zahlst und du kannst nur Tagesschau schauen. Das ist sichergestellt. Du weißt doch genau, dass es nicht geht. Wieso nicht? Da holst du auch schwarz, holst du alles andere auch ein. Nein, in der heutigen Zeit haben wir ja Smart-TVs, also die intelligenten Fernseher, wo man kann Apps und so weiter drauf installieren kann. Ja. Und man hat zum Beispiel heute viel auch von der Swisscom oder von welchem Anbieter auch immer eine Setup-Box, die man heute schon vor- und zurückspulen kann und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten, die sind heute anders. Und wenn man hier ein benutzerfreundliches Produkt macht, so wie das zum Beispiel Netflix gelungen ist, ist klar, da gibt es jetzt nicht grosse Informationsangebote. Das ist ja aber, aber das System, das kann auch für Informationen funktionieren, weil heute musst du einfach sehen, Daniel, haben wir ein SRG und die hat eigentlich ein Informationsmonopol im Fernsehen. Weil niemand kann sich heute das Netzwerk von Korrespondenten etc. leisten, solange die SRG das mit Gebühren blockiert. Es ist nicht möglich, um eine zweite Tagesschau zu produzieren, weil es schon eine gibt und deren ihre Position, die ist künstlich so stark gemacht worden, dass kein Platz für Wettbewerb mehr bleibt. Und ich glaube nicht daran, selbst wenn wir jetzt die SRG schleifen, dass es... ich glaube auch, dass die Kanäle und so, da habe ich genau die gleiche Meinung wie du, dass das wahrscheinlich irgendwie lösbar wäre. Aber das gibt doch aus welchem Interesse soll jemand wirklich wieder so eine politisch, religiös, finanziell unabhängige Nachrichtenvermittlung machen wie jetzt. Wenn du immer musst darauf schauen, dass du genügend zahlende Abonnenten hast, dann gibt es von mir aus gesehen eigentlich die Blasenbildung, wie wir in den sozialen Medien haben. Oder? Jeder hat eigentlich noch die Information, die er will. Und dann sind wir irgendwo auf dem Niveau möglicherweise von den Gratiszeitungen angelangt, auch von der Information. Also ich sehe einfach nicht, dass dort der Markt das hergibt. Ich meine, warum leiden auch alle Qualitätszeitungen? Ich sehe immer, dort schrumpft der Markt irgendwie. Also ich hoffe, die NZZ gäbe es noch lange. Aber irgendwo... Ich als langjähriger Leser von dieser Zeitung merke, es wird immer enger. Und wenn irgendwie der Zeitungsmarkt immer enger wird von einer unabhängigen Berichterstattung, und jetzt will man das in den Medien auch noch, die unabhängige Berichterstattung will man auch noch irgendwie zu Boden fahren, sodass jeder einfach noch das bestellen kann, was er genau hören will.
Also mich nimmt das schon Wunder, wie das funktioniert. Ich sehe einfach, was für ein Aufwand da betrieben wird. Wir haben jetzt gerade von den Gemeindepräsidenten aus gestern, vorgestern einen Workshop gehabt und haben eigentlich noch eine Aussensicht wählen und haben Jörg Krommenacher, das ist der ehemalige, nein, jetzig noch, Korrespondent von der NZZ, einen für die Ostschweiz. Und der ist jetzt nicht mehr in der Ostschweiz, der hat jetzt sein Büro in Zürich. Jetzt ist das ein Mann, der für die ganze Ostschweiz für das nationale Flaggschiff der Presse nachher berichten kann. Und wenn wir schauen, wie viele Leute das jetzt von der, zum Beispiel eben von der SRG, von der gebührenfinanzierten SRG, von dem nationalen Medium noch in der Ostschweiz sind oder im Bündnerland, dann sind das eigentlich wirklich noch die einzigen Überbleibsel. Die haben noch potente Redaktionen, die noch etwas leisten können. Aber sogar ein Flaggschiff wie die NZZ vermag es nicht mehr, eine Ostschweiz-Korrespondenz in der Ostschweiz zu finanzieren. Und wenn wir diese Finanzierung jetzt von der SRG auch runterfahren, also mich nimmt es einfach schon Wunder, wer dann in Zürich zum Beispiel noch irgendetwas über die Ostschweiz hören. Wer soll das zahlen? Für was? Sascha, willst du oder soll ich? Wer das soll zahlen? Ja, wer soll das? Und wer hat da denn Interesse? Nein, weißt du, wenn der Zürcher etwas über die Ostschweiz will hören, oder besser gesagt, wenn etwas Interessantes in der Ostschweiz passiert, dann wird das weiterhin kommen. Ja, aber dann muss jetzt zuerst eine Struktur herum sein, damit man überhaupt vor Ort dann berichten kann. Ja, wie gesagt, der Krummenacher ist von der NZZ noch der Einzige, der die Ostschweiz kennt. Mhm. Und die SRG hat im Moment noch die Strukturen. Mhm. Aber, dann aber nachher reden sie nicht mehr. Ja, aber das ist eben Strukturen, wo wir auch diskutieren, ob die nicht sogar zu gross sind, oder? Eben, da sind wir, wieder, da sind wir eben wieder in dem Bereich. Ja, das ist, wo natürlich das ist der Unterschied zwischen uns. Ja, ja, aber die SRG tut natürlich, und da kommen wir wieder zum gleichen Thema, durch ihre Marktmacht, grossen Teil blockieren, sodass für andere nicht rentabel sein kann, um überhaupt eine endliche gute Berichterstattung dann auch zu machen, oder in diesen Regionen draussen. Ja, ja gut, dann müssen wir einfach schlichter. Das ist natürlich auch eine Konkurrenz zum Beispiel für Regionalsender wie das TVO oder das TSO oder welches auch immer. Das ist möglich, ja, aber das ist ein anderer Auftrag. Also das TFSO ist nicht eins, was du in der Westschweiz oder in Zürich siehst, oder? Nein, aber das ist wirklich jetzt rein regional. Ja, ja, aber das deutsche Schweizer Fernsehen, also das auf Deutsch, so meine ich, das schaut ja auch niemand in der Westschweiz, gehe ich davon aus. So, etwa so viel ja, wie nicht TSR. Ja, aber es ist immerhin die ganze Deutschschweiz. Ja. Und wenn die SRG nicht mehr berichtet und alles nur noch... Also ich bin sowieso nicht der Meinung, dass profitieren von einem Runterfahren von der SRG die kleinen Privaten, die schon in der Schweiz sind, würden profitieren, sondern auch profitieren die grossen Deutschen in der Deutschschweiz. Die werden nachher powerful kommen können, weil es keine Regulierung mehr hat. Und eben, im Tessin ist es ein anderer und Frankreich, die Westschweiz auch. Selbst wenn... Wenn das würde funktionieren, ein TSO schaust du dann in Zürich möglicherweise jetzt schon nicht unbedingt. Ja, also aber mit der SRG hast du jetzt einen gewissen Zwangskonsum, dass wir Sachen anschauen müssen, die im Aargau passieren. Wo ich aber eigentlich finde, das gehört irgendwie noch zu unserer Schweiz. Also wenn du das Fernsehen sind, ansprichst, das Regionaljournal hat ja schon die Programme, gell? Das Regionaljournal, ja. Ja. Aber als Ergänzung. Mhm. Und in der gesamten gesamtdeutsch-Schweizer Medien hast du sehr wohl auch gehört, einmal etwas, was außerhalb der engeren Region passiert. Ja, ich finde es wirklich eine interessante Diskussion. So, gell, dass wir zwei, drei Statistiken da mal rauskommen. Mit Statistik kann man da bei diesem Thema überhaupt alles belegen und beweisen. Oder? Also, was man sicher kein Geiser wegschreckt, das ist mal die Statistik da. Oder? Das ist irgendwie, es ist halt schon, ich meine, das ist das Soziale, oder? Also nachher wären wir nicht bei 300 Euro. Die Schweiz wäre auch mit 365 Franken natürlich sehr, sehr teuer im Vergleich zu Deutschland, oder? Was ich nicht so genau kann mit Berlusconi in Verbindung bringen, ist zum Beispiel die zweite Statistik, die eindeutig Italien über Abgabe und Werbung finanziert ist. Also Berlusconi, gut, ist privat, aber es gibt auch ein öffentliches Fernsehen, das natürlich da genau gleich läuft in Österreich mit der GIS in Schweiz und in Italien natürlich. Oder? Also, das ist gar nichts anderes, außer hat der Medienmogul, der sich anders als zum Beispiel Roger Schawinski sagt, Tele Zürich nicht mehr wachsen, sich in Szene gesetzt hat. Berlusconi hat aber vom Rai...
natürlich gewisse Anteile können unter den Nagel reissen. Ja, erstens auch, und zweitens hat Drei können, genau. Ist Drei nicht so ein unabhängig organisiertes Ding, wie wir jetzt mit der SRG haben. Nein, oder? Ja, vor allem nicht nur ein paar Häuser. Das ist eine Behauptung, oder? Ja, gut. Und dann haben wir doch da schon also die Politik SRG. Hat ganz klare Vorgaben gemacht, wo der Berlusconi kam. Also das habe ich jetzt aus der NZZ. Ja. Das ist nicht irgendeine Behauptung, die parteipolitisch irgendwie gefärbt ist. Das sind wir ja genau bei der Unabhängigkeit vom Fernsehen, oder? Weil wenn du sagst, wir haben jetzt mit der SRG ein unabhängiges Fernsehen, es ist vielleicht unabhängig von privaten Kräften, aber es ist nicht staatsunabhängig. Und das ist eben auch ein Problem in einer Demokratie, wenn du kein kritisches Medium hast, das auch gegen den Staat berichtet. Und im Moment mit der SRG... Also siehst du keine Sendungen an der SRG, wo irgendwie Politiker auf nationaler Ebene im Boden einstampfen? Ja, also schon. Gegen den Bundesrat tut sich tatsächlich sehr selten noch wenden. Und da... Das sehe ich durchaus. Ja. Also nein. Also letztens haben sie jetzt ja genau Berichterstattung gebracht, dass unser Bundesrat ganz schlechtes Image hat. Haben vor allem dann den Schneider-Ammann angegriffen, haben die Bundespräsidentin angegriffen, haben also kaum aus dem Berse bei einem Bundesrat noch Haar dran gelassen. Also das App ist jetzt, glaube ich, schon nicht wirklich so in letzter Zeit. Also ich habe jetzt in letzter Zeit keinen schlechten Bericht gesehen, zum Beispiel über Doris Leuthard. Und das ist die Medienministerin. Also da gewisse Unregelmäßigkeiten oder gewisse Tendenzen, sage ich mal. Unregelmäßigkeiten finde ich jetzt ein Herzwort. Ja. Aber ich glaube, das hat wahrscheinlich... Das findest du vielleicht schon, ja. Das hat, also ich meine, ich reg mich über viele Sendungen auf, oder? Von der SRG, das ist ganz klar. Sag noch eine. Ja, wenn jetzt der Thiel seine Show gehabt hat, da irgendwie, dann hat so, mich das auch irgendwie genervt. Aber das muss ja nicht... Also das sind Einzelsendungen, das sind nicht ganze Sendegefäße oder so, aber ich glaube, das ist eine mittlere Unzufriedenheit mit einzelnen Sendungen, sollte eben von allen Seiten her vorhanden sein. Sonst bin ich dann auch bei dir, wo... Also wenn jetzt die Linken immer finden, oh ja, super, SRG, also das sind alles linke Typen bei der SRG, dort haben wir eigentlich ein Sprachrohr, dann fände ich das nicht gut. Aber ich muss jetzt sagen, ich empfinde jetzt also das noch als eine sehr gute Qualität und eine grosse Ausgewogenheit über die Zeit betrachtet und über mehrere Kanäle betrachtet, wo die SRG hat. Ich selber wehre mich also dagegen, dass man das als Staatsfernsehen bezeichnet. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt Berichterstattung über die No-Beilage-Initiativen anschauen, dann gibt es da bereits mehrere Studien, die können nachweisen, dass da die SRG tendenziös berichtet. Dass sie also Gegner von dieser Initiative mehr zu Wort kommen lassen und dass sie Befürworter von dieser Initiative probieren, tendenziell in ein schlechtes Licht zu stellen. Und das ist für mich kein neutraler Journalismus. Also gut, das ist Selbstverteidigung und das wäre eigentlich nicht der Auftrag da von der SRG. Ich kenne jetzt die Studie nicht, aber ich meine, am Schluss sind es auch Menschen. Also da habe ich jetzt ein gewisses Verständnis. Aber das ist ja nicht die Abhängigkeit vom Staat oder Unabhängigkeit, sondern das hat mit den einzelnen Leuten zu tun. Also wenn man dich abschaffen will, weiss ich auch nicht, wie neutral das da irgendwie... Also ich finde... Unter dem Aspekt, dass eigentlich alle Jobs von denen fast gefährdet sind, finde ich, machen es nach wie vor einen hervorragenden Job. Aber ich kenne das nicht. Aber ihren Auftrag wäre es, zum Neutralen. Ja, machen sie ja bei 99,99% meiner Meinung auch. Und da geht es jetzt um die eigene Abschaffung. Und das ist immer ein schwieriges Thema. Ist aber sicher ein Fauxpas. Also Arena mit so einer Einschaltung, dass sie einen eigenen Moderator stellen. Oder? Nein, da finde ich auch. Nein, also ich würde ja nicht sagen, es passieren keine Fehler. Also die Studie, das glaube ich dir sogar, dass die gibt. Aber nein, aber nein, hätten sie es hier nicht. Also, Erklärung, und das ist falsch. Also der Bauer macht das gut. Aber da kann ja nie belegen, dass er nicht befangen ist. Also, weißt, bis zum 6. bin ich bei Radio DRS, im Regionaljournal und anderen Sendungfans. Das hätte es nie gegeben. Weißt, und darum habe ich gefragt, müsste man über das diskutieren? Ich behaupte selber auch,
dass die SRG, was der objektive Journalismus betrifft, einfach wirklich nicht mehr gleich ist. Das ist mal die erste Frage. Da müssen Sie sich wirklich bei der Nase nehmen. Also die Arena hat es jetzt eindeutig gezeigt, finde ich persönlich. Und das Zweite ist, wenn du unsere Region anschaust, wo ist denn unser Korrespondent, den wir in unserer Region haben, hier in dieser Region? Ja, wir haben dann immerhin noch St. Gallen und wir haben Chur, oder? Aber es muss viel passieren, wenn ihr es hören könnt, ganz ehrlich. Ja, aber da sind sogar die Regionalfernsehen noch weniger da. TVO ist also, glaube ich, fast noch weniger da in der Region. TSO, ja, gut, aber ab und zu. Ja, und da kannst du jetzt also, vielleicht sind wir einfach da in der Region von dir so gut abgedeckt, oder? Wer weiß, vielleicht bist du so ein harter Konkurrent. Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe als Korrespondent halt den Niedergang von der SRG, was unsere Region ja betrifft, habe ich natürlich miterlebt, heute noch. Oder? Ja, das bedauere ich ja auch. Ist schon schade, oder? Ich finde das auch sehr schade. Die SRG hat ja genau den Auftrag, in allen Landesteilen gleich aktiv zu sein. Wir können nicht Romanisch lernen, damit es daher kommt. Oder irgendwie Bratwürste anzünden, mit zum Brand gibt es Buchs, das könnte. Also, ich meine, da hat sich wirklich verändert. Auch die objektive Berichterstattung, der Revolverjournalismus, so heute auch in der SRG-Produkte zum Teil einzuhalten, das hätte es einfach nicht gegeben. Also, zumindest, da bin ich selber mal sehr, sehr enttäuscht von der SRG. Das kann ja, ich fast aber nicht verstehen. Ich hätte es auch lieber so, wie du sagst. Aber da stelle ich auch jetzt eben in wirklich Qualitätsmedien wie in einer NZZ eigentlich fest, dass sich das einfach irgendwie verändert. Ja, natürlich. Das sogenannte Objektiv und über der Sache stehen, ich weiss nicht, ist das nicht mehr marktfähig? Ich weiss es ja, echt nicht, was das Thema ist. Ich selber finde es auch schade. Aber es ist dann gleich noch ein Unterschied irgendwie zwischen dem rein privaten Fernsehen, wo die Konzession irgendjemand ersteigert hat, der einfach schwimmt im Geld, und etwas, wo sich per Verfassungsauftrag doch irgendwo einen Leistungsauftrag hat und eine Neutralität und eine minimale Objektivität da vorgeschrieben ist. Da würde ich abhalten. Ich wollte nur sagen, ist ein Unterschied. Wir sind Radio Bärenmünster. Nein, das leider, ja, das ist so. Aber ich glaube, das ist einfach heute, es ist heute eine andere Zeit. Eben darum habe ich gefragt, müssen wir nicht über die SRG auch diskutieren, weißt du? Ja, ich sage ja, ich habe ja glaube einleitend gemeint, also wir können ja nur über die SRG diskutieren, wenn wir jetzt die Initiative ablehnen und die SRG weiter besteht. Und dann nachher können wir darüber diskutieren. Ja, das ist, ich behaupte jetzt das und du behauptest es auch. Wenn wir über etwas diskutieren, was es nicht mehr gibt, finde ich jetzt relativ müßig. Ich diskutiere lieber über etwas, was existiert, und darum muss die SRG weiter über Gebühren finanziert werden, und nur dann kann man diskutieren. Also ich, was wollte ich über eine SRG diskutieren, die dann vor 3 Jahren gestorben ist? Ja, also eins muss man natürlich auch noch sagen zur SRG, oder? Du hast es anfangs schon mal gesagt, die müssten da innerhalb von 1 bis 2 Jahren eigentlich das ganze Businessmodell auf den Kopf stellen, was für die nicht möglich ist. Für die Initiative ist jetzt seit 3 bis 4 Jahren gesammelt worden. Und das war absehbar gewesen, dass das irgendwann mit etwas Volk kommt. Wenn man dann als Manager von dieser SRG, oder, nicht so weitsichtig ist und eben sich auch überlegt, hey, was machen wir eigentlich, wenn das durchkommt, dann ist man, also Entschuldigung, dann ist man absolut selber schuld. Und wir sehen jetzt die Planlosigkeit in der Führung von der SRG, was ihre Zukunft, in der Politik, ja, auch natürlich, ja. Eben, da sieht man ja die Abhängigkeit, oder? Ich meine, das neue Gesetz hat ja nicht die SRG gemacht, hat ja Politik gemacht. Ja, also, richtig, ja. Aber ich meine, eine Geschäftsleitung oder ein Verwaltungsrat von so einer Institution muss ja Plan parat haben. Ich meine, was ist der Auftrag von einem Verwaltungsrat oder von einem Verwaltungsratspräsident im Besonderen vielleicht noch? Da ist die Strategie festzulegen für eine Unternehmung. Und da sieht man einfach, dass da die Pflicht ganz klar verletzt worden ist, weil es ist absehbar, wenn jemand anfängt, für so eine Initiative zu sammeln, mit so Vereinigungen dahinter, die sich dafür einsetzen, dass das irgendwann vom Volk kommt. Und dass das eventuell auch eine Chance hat, zum angenommen werden. Also für so eine Eventualität muss man sich vorbereiten. Und da sieht man, die SRG hat offenbar so eine Arroganz, Entschuldigung, ich kann es wirklich nicht anders sagen, entwickelt, was das anbelangt, dass sie das Gefühl hatten, das kommt nie durch, das wird nie zur Diskussion, und wir leben auf unserem Thron weiter bis ans Ende aller Tage. Und da kommt jetzt halt die SRG-Führung auf die Welt. Sie haben ihre Arbeit nicht gemacht, das ist Fakt. Was hätte es denn deiner Meinung nach machen müssen? Ein Plan B. Die müssen doch einen Plan parat haben für den Fall, dass sie keine Gebühreneinnahmen mehr haben. Und der müsste es nachher vorgängig präsentieren und der Bundesrat müsste sein Büchlein aufnehmen und alles? Nein, das sage ich nicht. Nein. Es ist ja immer noch,
Es ist, also wir müssen die Struktur sehen, oder? Es ist ein Verein und der wird jetzt einfach vom Bund direkt unterstützt. Aber im Interesse also von dem Verein. Die Steuern zahlen nicht vom Bund, ja. Ja, aber der Bund treibt es ja ein mit einem Gesetz, das sagt, dass wir die Gebühren verlangen dürfen. Also da müssen wir schon bei der Sache bleiben. Aber wenn man jetzt die Führung anschaut von diesem Verein und der Zweck ist ja eigentlich immer die Fortführung, oder? Dann muss man sich so Szenarien überlegen. Und wenn die SRG jetzt sagt, wenn das angenommen wird, dann ist fertig mit uns. Dann haben sie ihre Arbeit nicht gemacht. Weil eine Unternehmung oder die Führung von einer Unternehmung, die sollte auf so Eventualitäten eingestellt sein. Und das war absolut vorhersehbar, dass das irgendwann zur Diskussion wird. Weil die Bevölkerung ist schon länger unzufrieden mit der SRG. Das ist jetzt auch, also ich, als Politiker würde ich das anders sehen. Wenn du etwas, ein Ziel verfolgst, dann nachher musst du ja auch daran glauben, dass du das Ziel erreichst, meiner Meinung nach. Und wenn ich dann natürlich als Politiker quasi mir schon jene Rückfallszenarien überlege und die auch noch, wenn möglich, öffentlich auch noch irgendwie gerade auch noch zur Diskussion stellen, dann nachher kann ich nicht das mit genügend Kraft vertreten, wo ich daran glaube. Ich weiss jetzt nicht, ob jetzt das ein Unterschied ist jetzt zu einer SRG oder nicht. Aber ich meine, die SRG versteht sich, glaube ich, wirklich als nationales Medium, was sie auch ist. Und mit einem Viertel der Gebühren quasi versuchen, wo sich andere tummeln, schon mit Mühe und Not eigentlich, dann auch irgendwie ihre Selbstverständnis weiterhin können zu erfüllen. Das finde ich jetzt also ein bisschen eine schwierige Aufgabe, dass ein Verwaltungsrat das Szenario also hat, wo alles einfach, alle Gebühren weg und ohne Gebühren. Da sehe ich nicht so. Per Definition eine schwierige Aufgabe, aber es gehört sicher dazu, dass man so ein Szenario anschaut, wenn es so absehbar ist wie in dem Fall. Wenn du siehst, dass es in den nächsten Wochen viel regnet, dann wirst du ja wohl auch irgendwo einen Plan in der Schublade haben, was du machst, wenn nachher ein Teil der Stadtbuchs überschwemmt ist. Den Plan haben wir schon lange in der Hand, ja. Richtig. Aber ich glaube, wenn ich jetzt bei der SRG im Verwaltungsrat wäre und so eine Frage gestellt würde, dann würde ich das eigentlich wirklich als Plebiszit für SRG ja oder nein. Und wenn dann halt das Plebiszit nein ist, ja, dann ist es halt nein. Und dann ist aber dann... Was wollte ich dann dagegen kämpfen, dass das Volk jetzt Nein gesagt hat? Dann ist für mich die SRG da geht's. Es geht da um SRG, ja oder nein. Da es jetzt geht um Bilag, du, ja, ja aber nein. Du kannst jetzt da... Der Grund, wieso dass das überhaupt kommt, ist die SRG. Also das schlägt jetzt, glaube ich, kein Geiss weg, oder? Darum ist die Frage wirklich, SRG ja oder nein? Und wenn ich jetzt da bei der SRG der Big Boss wäre, wenn es überhaupt einen gibt, dann nachher, dann würde ich auch meinen, ja, wenn das Volk Nein sagt, dann, ja, dann müssen wir... Dann gibt es andere Strukturen in der Schweiz. Dann braucht es die SRG nicht mehr. Ja, aber indem auch ein Verwaltungsrat keinen Plan B in der Tasche hat, gefördert er automatisch die über 8'000 Arbeitsplätze, die an dieser SRG hängen. Und das ist grob fahrlässig. Aber da behauptet ihr ja immer, die kennen dann bei der Konkurrenz und überall haben die dann gute Chancen. Ja, ja, natürlich. Also es sind ja gute Journalisten auch, die dort arbeiten, das sagt ja niemand. Ja, das sind oder? Sehr gute. Eben. Ja. Und darum bin ich auch so optimistisch, dass eine SRG auch auf einem freien Markt eine Chance hat. Und ich bin optimistisch, dass die Leute an die SRG glauben und die SRG weiterhin wollen. Und wenn es dann Änderungen soll geben soll, kann man die dann sanft einführen. Da gehen die Meinungen natürlich überhaupt auseinander. Oder? Also, mich würde mal interessieren, also die Gleichheit von objektivem Journalismus, das heißt du, das ist möglich, auch wenn man die Initiative annimmt. Und du sagst, wenn man sie annimmt, ist die Gleichheit von objektivem Journalismus nicht möglich. Aber ihr seid beide der Meinung, objektiver Journalismus muss es irgendwie geben. Also, gerade als Kantonsrat natürlich, oder? Oder nicht? Ah ja, auf jeden Fall braucht es objektiven Journalismus. Und was sind denn jetzt so die Bedingungen für objektiven Journalismus? Also, woher nimmst du die Gewissheit, dass auch wenn es jetzt nur in Einschaltquote und Auflagen läuft, dass ein objektiver Journalismus dann noch möglich ist? Ja, also da tue ich natürlich auch gewisse Hoffnung in unser Bildungssystem stecken. Oder? Also eigentlich die grösste Kompetenz, die man in der heutigen Welt und aber auch schon früher haben müssen. Oder? Es gibt immer mehr Informationen, immer von mehr Seiten werden wir da beschallt.
Und die grösste Kompetenz, die man heute muss haben, ist, dass man die kann einordnen kann, dass man selber auch nach anderen Informationen recherchieren kann. Das heisst für mich, objektiver Journalismus in einer, also in einer Welt prägt von Menschen, die subjektiv sind, oder? Da gibt es eigentlich gar nicht. Und man muss jeden Artikel, jeden Bericht, den man irgendwo sieht, muss man kritisch hinterfragen, finde ich. Auch bei der SRG. Die SRG arbeitet auch noch mit Menschen, das ist schon gesagt worden, oder? Und darum, genau darum, müssen wir auch hinterfragen, was die SRG sendet. Und eben nicht nur, was die Privaten sendet, muss man hinterfragen. Also alles. Ja. Und du sagst, objektiver Journalismus ist einfach nur möglich, wenn eine gewisse Unabhängigkeit besteht. Also wenn gewisse Gebühren fließen, ohne dass man sich mit Werbeeinnahmen finanzieren muss. Sehe ich das richtig so? Also ich finde es jetzt auch, da sind wir uns einig, ich finde es wahnsinnig schwierig, objektiven Journalismus irgendwie zu definieren, oder? Ich meine, ich bin NZZ-Leser, wo jetzt eigentlich, ich lese die NZZ ja auch so mit meinem Hintergrund als Sozialdemokrat, ist jetzt das eigentlich nicht das Blatt, wo in jedem Fall genau meine Werte eigentlich pointiert darstellt, sondern ich weiss, durch welchen Filter dass ich jetzt die Zeitung lese, oder? Und weiss aber auch, da steht eine Redaktion dahinter, die sehr viel Wert auf Qualität legt. Und nicht einfach nur irgendwie in der gleichen Zeitung eigentlich widersprüchliche Meinungen sind, je nach Bund, wo dann eigentlich die Inserate und so weiter ermöglichen und die Einnahmen, sondern da ist eine qualitativ hochwertige Redaktion dahinter. Also für mich ist es eher eigentlich eine Überforderung vom heutigen Medienkonsument. Es gibt so viel. Und es ist in der Zwischenzeit auch nicht mehr eigentlich Ehrlichkeit gefragt, oder? Fake News, ich weiss nicht mehr, wie der Begriff genau heisst. Und darum ist eigentlich wie immer wichtiger, dass wir vertrauenerweckende Institutionen haben. So wie wir jetzt in den USA hat man irgendwie eine New York Times, wo man einfach weiss, die legen extremen Wert nach, schon seit 150 Jahren auf Qualitätsjournalismus. Und wo man die Hoffnung weiterhin haben kann, die lassen sich jetzt nicht einfach von einer neuen Regierung völlig umpolen. Und ein SRG hat für mich eine ähnliche Glaubwürdigkeit. Also, weil es Gebühren hat oder wenn es Gebühren hätte, wäre es gleich glaubwürdig. Also ich bin persönlich der Meinung, ein SRG kann nur dank der Gebühren existieren, weil sonst wird sie sehr abhängig, ja, wenn sie also überall muss Gelder eintreiben von Privaten kann man und so. Kann nur glaubwürdig und objektiv sein, möglichst viel Meinung einholen, wenn man Gebühren hat? Oder geht das ohne auch? Also ich denke, dass das ganz viel mit dem zu tun hat. Gebühren, die aber gebunden sind eben an einen Leistungsauftrag, der sogar jetzt in diesem speziellen Fall in der Verfassung drin ist, wo dann aber auch, also Objektivität vorgeschrieben ist, wo aber auch eine unabhängige Beschwerdeinstanz existiert, wo jeder kann sagen, hey, diese Sendung war jetzt völlig daneben gewesen, und die unabhängige Beschwerdeinstanz prüft das. Und das wird ja dann auch abgeschafft, oder? Mhm. Also ich finde, die Institution SRG ist für mich per se, hat eine Glaubwürdigkeit, die aber eingebettet ist in einem Verfassungsauftrag und zusätzlich noch in eine Beschwerdeinstanz, wo man sich auch wehren kann, wenn man findet, das ist verleumderisch gewesen, oder das ist jetzt sowas von völlig falsch gewesen, oder Fake News. Kontrolle würde dann völlig wegfallen, anscheinend. Wenn wir das jetzt hören, wenn es die Initiative angenommen würde, dann würdest du als Kanton einfach einmal dementsprechend vermittelt werden. In irgendeiner Art und Weise hättest du keine Einflussmöglichkeiten, nicht. Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Oder? Wir haben ja Gesetz und wir haben die Verfassung, die zum Beispiel die freie Meinungsäußerung sichert. Wir haben aber Gesetze, die genauso Delikte wie Belümtung probiert zu verhindern. Da kann man einklagen. Verleumdung, ja. Also massive Sachen, ja, da ist natürlich klar, Strafe. Ja, also meine kleinen aber jetzt, Sachen aber nur etwas, was du sagst, ist jetzt völlig, meine Meinung ist völlig falsch wiedergegeben worden.
Ja, aber da ist keine Chance über das Strafgesetzbuch. Ja, gegenüber die unabhängige Beschwerdeinstanz. Ja, hast du eine Chance? Lass mich reden, weil da ist noch nie eine Gegenposition veröffentlicht worden zu einer Sendezeit, wo es dann auch wieder angemessen gewesen wäre, um die anderen wieder zu legen. Oder? Da muss und ich auch sagen, also, ja, wahrscheinlich schon. Ja, also, in den Zeitungen auch. Genau. Gegendarstellung, Gegendarstellung ist dann irgendwo so klein. Oder? Und darum muss ich sagen, ist ja die Beschwerdeinstanz nicht in allen Fällen, da gebe ich dir recht, aber in gewissen Fällen dann auch ein bisschen Fahrt. Oder? Weil sie erreicht nicht mehr, die Korrektur erreicht nicht mehr das gleiche Publikum, wie vorher die Fake News, die es verbreitet haben. Also gibt's noch, oder? Immerhin, es gibt es noch. Ja. Also ich finde es besser, wenn es sie gibt, als wenn es nicht gibt. Aber ich gehe mit dir einig. Also so wie man Message heute ist draussen, oder? Oder so man kann man sie nicht mehr zurücknehmen. Ja. Aber eben, du hast das Beispiel von den Zeitungen auch genannt, wo häufig auch Gegenpositionen so ein bisschen noch gedruckt wird, oder? Aber die sind privat organisiert und das funktioniert trotzdem. Darum bin ich sehr optimistisch eingestellt, dass das auch bei privat organisiertem Fernsehen funktioniert. Schawinski als Profi sagt etwas anderes, gell? Ja. David Zürich hat nicht mehr wachsen. Ob er jetzt sich mit seinem Lebenslaufen so glaubwürdig in dieser Frage macht, ist vielleicht eine andere Frage. Aber der Schawinski darf seine Meinung natürlich auch haben. Okay. Ja, ihr seht, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die Meinungen gehen übereinander. Ich habe aber gleich noch eine allerletzte Frage, das würde mich interessieren, mir ist einfach so ein bisschen aufgefallen. Jetzt haben wir gerade im Moment das Problem oder mit dem Rahmenvertrag. Oder man hat uns gerügt, der Bundesratpräsident ist gerügt worden oder vom Brüsseler da und so weiter, was wir da machen. Angenommen, die No-Beilage-Initiative würde jetzt angenommen, wären wir natürlich wieder so ein bisschen da in unserem Europa drin, wo wir nicht dabei sind, ein weisses Fleckchen würde völlig ausscheren. Also ist das auch ein Punkt? Ja, wir sind ja schon immer ein bisschen ausgeschert, oder? Wir waren eines der ersten Länder, wo die Neutralität eigentlich sich selber aufgebrummt hat. Wir waren ein Land, das sich aus den grossen Konflikten das in Europa aushalten konnte. Ja, 15-15 war es. 15-15, ja, Entschuldigung. Das ist richtig, ja. Ja, aber ist auch gut, man hat aus den Fehlern gelernt, oder? Die Schweiz war schon immer ein Sonderfall. Ich meine, demokratische Rechte, wie wir sie hier haben, gibt es in ganz Europa nie. Aber da sind wir uns einig. Ein weisses Fleckchen, gell? Ja, sind wir jetzt schon. Wir sind nicht in der EU rein. Und hat es uns geschadet? Nein. Also die Schweiz lebt von der Einzigartigkeit auf dem Globus, den wir haben. Und das ist überhaupt nichts Negatives. Mut muss man hier haben. Und ich bin überzeugt, dass das Erfolgsmodell Schweiz nicht wird schwächen, sondern stärken. Aha, gut. Also einfach das mit der Neutralität, super, Neutralität ist das beste Modell, aber das hat sich nicht die Schweiz selber gegeben, sondern am Wiener Kongress ist das der Schweiz aufgebrummt worden. Aber ist egal. Ich bin da der Meinung, dass die Schweiz sehr wohl ein weisser Fleck sein darf bei diesen Themen, die die EU schlecht macht. Aber bei diesen Themen, die die anderen auch gut machen, sehe ich überhaupt keinen Grund, wieso dass wir nur um uns abgrenzen von den anderen, dass wir auch sollen irgendwie ein weisser Fleck werden und etwas Gutes schlecht machen. Abstimmen tun Sie. Am 4. März ist Deadline, bis dann müssen Sie abgestimmt haben.